zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute unterwegs wieder auf einem verlassenen Armeegelände. Ja, mit dabei ist dieses Mal der Daniel, falls man das sieht. Dann kleine Alina. Alina ist auch dabei. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal das Video durch und schauen mal. Ach, kleine Lena ist auch dabei. Dann gehen wir das Video mal durch und schauen wir mal, was wir so entdecken. Ich schalte mal um. Würde ich doch sagen, gehen wir mal durch und schauen uns mal an, was wir hier zu sehen haben. Oder was es zu sehen gibt. Auf jeden Fall alte Toilette. Sehr harmoniert. Sehr, sehr harmoniert. Hier sind scheinen alte Toiletten zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwas in der Richtung. Ja. Alte El Toileteros. Hier haben wir noch ein bisschen Einrichtungsgegenstände. Ja, dann schauen wir mal dadurch. Das sieht so aus, als würde fast einer Anna-Bona. Ne? Also. Ja, ne? Das hätte ich auch gesagt. Ne? Aber wenn man schaut, hier ist noch alte Spezi-Flaschen. Ach, Matratzen sind auch da. Ach, Koffer ist auch noch in der. Keine Ahnung, das schaut aber schon sehr, sehr, sehr bewohnt aus. Ja, also das hier ist ein altes Armeegebäude. Keine Ahnung, für was auch immer das verwendet worden ist. Im Keller waren wir auch schon, aber da hätten wir Schwimmflügel gebraucht. Das stimmt. Hier ist alles zu. Hier haben sie dann, wenn ihr jetzt gerade schaut, hier haben sie dann so Ketten davor gemacht, dass man im Endeffekt nicht mehr reinkommt. Das hier ist eine Küche oder irgend sowas. Also auf jeden Fall hat da hinten aktuell einer gewesen. Würde ich auch sagen, ne? Würde ich auch behaupten, dass da zum Schluss irgendjemand auf jeden Fall hier war, der da gewohnt hat. Schauen wir mal rein da, hier in den. Da ist aber nichts mehr weiter drin. Ja. Alter Kompressor oder was auch immer, oder Staubsauger oder irgendwas. Sowas, ja. Aber weißt du, was das Komische ist, was man hier sieht? Man, normalerweise müsstest du das vom Keller. Wenn du in einen Keller kriegst, dann passt aber nicht, ne? Ja, genau. Das ist auch komisch, ne? Ja. Das ist es ja so, dass du praktisch in deinen Keller kommst. Ne? Eigentlich schon, ja. Kein Zugang, nichts, ne? Da ist es vergittert. Also wir haben Zugang Kunden hinterm Haus. Ja, es ist so eine kleine Armeebude oder irgend sowas. Keine Ahnung, was da jetzt genau, in welcher Art und Weise. Schon verrückt. Ja. Da ist noch ein Raum. Und da hinten ist nochmal, da wird es wieder rein, da wird es wieder rausgehen, ne? Da ist noch, da geht es jetzt wieder raus. Hier ist so. Keine Zukunft unter deinem Keller, ne? Nein, das ist komisch. Mysteriös. Ja, dann Keller schauen wir dann auch nochmal. Da gehen wir dann auch nochmal runter. Kleiner Alina. Dann Keller gehen wir dann auch nochmal runter und schauen mal, was da nochmal genau ist. Ja. Dann schauen wir nochmal. Dann bis später. Bis gleich im Keller. Weiter, weil kleine Alina hat schon wieder einen Zugang in den Keller. Kleine Alina hat schon wieder einen Zugang in den Keller gefunden. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal runter. Jetzt müssen wir erstmal rüberkommen, warte mal. Hast du die Taschenlampe? Ja, ich habe die Taschenlampe. Krieg ich sie? Jetzt lass, warte mal. Ich bin immer so gelegen. Geh hier auf den Stein. So. Kriegst du die Taschenlampe? Ja, immer. So. Mach das Ding an. Mach die Taschenlampe an. Und dann gehen wir mal los. Hier, ich hab das Ding probiert. Kleiner Lina, hol den in den Keller. Also sind wir jetzt auf dem Weg in den Keller. Sind wir im Keller? Das hier ist ein Heizungskeller oder irgendwas, ne? Nein, hier ist noch irgendwas, aber ich weiß nicht. Das geht nicht auf. Aber das ist eh vermauert. Das geht nicht auf. Das ist ein Abstellraum. Ein Abstellraum. Kleiner Lina, jetzt sind wir die Kellerbomben. Deswegen schauen wir jetzt noch den Keller rein. Vorne auf der vorderen Seite war der Keller aber komplett unter Wasser gestanden. Hier nicht. Also das ist ja wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja. Da haben wir den Zug, ja. Gemacht, ne? Und das Wasser steht.
Vermutlich, ja. Also wenn man jetzt da, wenn man jetzt da mal guckt, da haben sie es zugemacht. Also hier, wenn die kleine Lina endlich mal mit der Taschenlampe kommt und vielleicht mal leuchtet. Also hier haben sie anscheinend dann zugemauert, weil das ist dann der Zugang von der anderen Seite. Vermutlich. Jetzt schauen wir jetzt mal nach. Ja, das ist ein Teil des Kellers. Hier sind so total massive Stahltüren. Das ist echt faszinierend. Ne? Wahnsinn. Jetzt gehen wir doch mal in den anderen Keller, wo wir jetzt die Wand gesehen haben. Der stand ja komplett unter Wasser. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch da mal nach, was uns da unten erwartet oder was wir da sehen können. Oder ob man überhaupt was sieht. Das ist der Zugang, schau. Da muss anscheinend das Waschbecken sofort drin. Ja, ne, das ist die andere Seite gewesen, aber das ist ja... Das ist das, was auf der anderen Seite zugenommen wurde. Das ist ja... Schau, das ist Warnhalter, da brauchst du ja Wachhosen, das ist ja komplett... Eine Leiter steht noch drin, eine Holzleiter. Und dahinter ist aber nochmal ein Zugang. Aber da können wir nicht rein, Alter. Da stehen mindestens 40 cm Wasser. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Ja, und hier ist nochmal ein kleiner Raum. Ein Heizungsraum. Und da steht alles unter Wasser. Leck mich fett. Durch den Wald. Seht ihr das? Was da die Lena hinten anhat? Lena, zieh mal einen Pulli runter. Warte mal, was hat denn die Lena hier an? Mal gucken, was hat die Lena hier an. Aha. Ich habe Fans an. Dann gehen wir mal weiter und gucken mal, was wir noch so entdecken können. Jedenfalls ist das ein altes Armee oder beziehungsweise ein verlassenes Armeegelände. Eins von mehreren, wo ich schon ein paar Videos auf dem Kanal habe. Ja, der Daniel geht voran. Das ist der Armee-Waffenlager-Experte. Dann schauen wir doch mal da drüben. Okay, dann schauen wir mal, ob wir in einen anderen Bunker kommen. Und schauen wir mal, was da so Schönes zu entdecken gibt. Auf jeden Fall ist es dunkel und wir brauchen eine Taschenlampe. Ach, ein dunkler Raum. Auf jeden Fall krasser Scheiß auf jeden Fall. Ja. Mittendrin eine Bunkeranlage oder irgendwas, wo im Endeffekt ja irgendwelche Sachen gelagert worden sind. Hier ein alter Sicherungskasten oder irgend sowas. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein kleiner Bunker mitten in der Erde. Krass. Da ist eine Stahltür, aber die wird nicht aufgehen. Die geht nicht auf, wie es ausschaut. Da oben ist ein Loch. Weil dann kommst du auf der anderen Seite wieder raus. Ja. Alina probiert, ob es nicht geht. Ne, geht nicht, ne? Nein, das ist ein Spiegel. Aber der geht nicht auf, ne? Alina, ich sehe eine Fette. Der geht nicht auf. Film mal bitte diese Spinne. Was interessiert mich die Spinne? Sie ist eine Fette. Ja, auf jeden Fall haben wir hier den Bunker. Was mich jetzt aber sehr wundert bei dem Bunker ist, dass er im Endeffekt so gut erhalten ist, dass hier kaum irgendwelche Leute irgendwas hingeschmiert haben. Oh Mann! So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. So. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Jetzt kommen wir bald wieder ans Licht.
Jetzt hier ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Das dürfte der andere Zugang von der anderen Seite sein. Klein Lena hat die Taschenlampe und wir folgen ihr mal. Abgesperrt. Das ist die Tür, ne? Ja, das ist der andere. Das ist die Tür von der anderen Seite. Ja. Ja, dann geht's wieder raus ins Licht. Da reingefahren haben. Möglich. Ja, Waffen, Munitionsziel ist das ja hier. Ne? Möglich, ja, da gehen die Schienen entlang. Da vorne ist auch noch eine zweite Schiene. Da vorne ist noch eine zweite Schiene.
hier vorne ist dann wieder Zaun. Schauen wir mal rein, was da drin ist. Falls du was siehst. Steinalter Traktor.